Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ja, schönen Gruß an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar Live Trade mit Thorsten Helbig. Ja, bevor wir starten, wie bei jedem Meeting, die obligatorischen Risikohinweise. Ne? Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und im Endeffekt treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen. Und deswegen sehen Sie dieses Seminar bitte nicht als Handelsempfehlung an. Und die Meinung des Referenten ist nicht unbedingt die von FX Flat. Ja? Und mit den letzten Worten übergebe ich das Webinar an den Thorsten und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. So, der hält jetzt einfach mal die Klappe, weil das Webinar ist gestartet mit den Worten, Sie haben sich als Gast eingewählt, befinden sich im Zuhörermodus. Also Wolle, mach weiter. Ich bin im Zuhörermodus. Wie, du bist im Zuhörermodus? Hat die Tante mir gesagt, als ich das Webinar gestartet habe. Nein, alles gut. Also, vereimer mich doch nicht, Mensch. Ich mach das zum zweiten Mal. Hallo? Okay, viel Spaß. Ja, so kriege ich ihn wach morgens. Ja, ja. Ja, wir haben es gleich 18:40, so meine übliche Startzeit. Und der Wolfgang oder der Herr Dender hat mir gerade gesagt, wir machen das Webinar bis 14 Uhr, wir sollen das in die Länge ziehen. Ich habe jetzt ein Mittel gefunden. Ich habe nämlich eben den Risikohinweis fotografiert, habe einen Screenshot gemacht und den kann ich jetzt mal ganz entspannt vorlesen, oder? Dann haben wir es schon mal 10 nach 8. Dann stellen wir fest, im Markt gibt es nichts zu tun. Und dann ist das Spiel gelaufen. So, was mir hier fehlt, ist das Fragenfenster. Warum auch immer. Dann hat der Wolle da wo was falsch eingestellt. Dann muss er mir die Fragen zeigen. Nein, der Wolle hat nichts falsch eingestellt. Aber ich helfe dir gerne weiter und bei Fragen schalte ich mich ein. Ja, ich sehe sonst, sehe ich das Fragenfenster hier, wenn die Leute irgendwas reintickern, aber das sehe ich nicht. Du hast mich wahrscheinlich nicht zum Organisator gemacht, oder? Doch schon. Das habe ich schon längst erledigt. Nee, du bist der Organisator. Okay. Aber ich teste noch mal eben, aber... Nee, bist du. Das bist du. Organisator. Moderator, ja. Okay, also Fragen kann ich nicht sehen. Sorry, müssen wir improvisieren. Geht ja auch mal. Ich nehme mal Bezug auf das, was die letzten Tage so gelaufen ist, weil damit startet sich das am besten. Und wir werden dann mal schauen, was sich heute eventuell ergeben sollte. Wie ihr seht, habe ich hier gestartet mit dem DAX. Die Fragenfenster macht mich ganz wuschig hier. So. Ich untersuche das nebenbei. Wie ihr seht, ich habe den DAX mal aufgemacht, aber da gibt es ja nicht viel zu sehen im Moment. Wir haben neue Hochs markiert in der vergangenen Woche. Der DAX hat, sage ich mal, wenn wir im Daily mal gucken, hat er mal ganz kurz über die 200er Linie gelugt hier, hat hier mal ein bisschen frech oben drüber geguckt und dann hat er sich auch schon wieder zurückgezogen. In diesem Bereich,
sag ich mal, was sich jetzt zwischen 11.600 und 11.700 abspielt. Wir hatten am Freitag den großen Verfall, also das heißt, den ganzen Freitag, auf jeden Fall bis Freitagmittag, teilweise bis 17 Uhr, hatten die Hexen das Sagen. Und das haben wir auch gemerkt. Da ging die ganze Bude etwas durcheinander. Kurz vor Mittag schoss das Ding auf einmal hoch auf 11.700. Das heißt, der ganze Haushalt wurde durcheinander gebracht. Das ist ja oft so, wenn die Hexen eben das Sagen haben. Der ein oder andere, der schon länger verheiratet ist, der kennt das ja, ne? Thorsten, kann ich dich mal unterbrechen? Ja. Mit den Fragen. Ich habe das gerade umgestellt. Oder stell das jetzt eben um. Dann kannst du die Fragen auch sehen. So, jetzt müsste es gehen. Was hast du denn falsch gemacht? Ich habe dich zum Moderator und nicht zum Organisator gemacht. Habe ich doch gesagt. Ja, du hattest recht. Ich mach's so mal Raphael Bescheid sagen, deine Papiere können schon mal ein Stück weiter nach oben rücken. Aber ist ja nichts passiert, ist doch keine Frage aufgetreten. Insofern Nein. Alles gut. Okay. Webinarunterricht, wie starte und wie gestalte ich ein Webinar mit Hilfe von GoToWebinar? Den Unterricht gebe ich immer samstags zwischen 6 und 7 Uhr gegen ein geringes Entgelt. Herr Dender, halte ich Ihnen gerne für kommenden Samstag einen Platz frei. Dankeschön. So. Ja. Ciao. Jetzt sehe ich auch eure Fragen und jetzt können wir, wenn mein Mikro übersteuert, müsst ihr das sagen, dann mache ich das ein bisschen leiser. Also, wir sind hier im Daily Chart unterwegs und turnen hier die ganze Zeit an der 200er Linie rum, die ja aktuell im Bereich irgendwo 11.650, je nachdem wie dick man die Linienstärke wählt. Also, ich berechne so nicht, ich male die mir einfach rein. Wir sind im Bereich 11.650, wir waren vor 14 Tagen noch bei der 11.665. Da ist er das erste Mal abgeprallt und jetzt hat er einmal rüber gelugt. Und wie man hier seht, hat er dann noch mal kurz drüber geguckt gestern. Ich finde das immer hochinteressant, weil hier hat er einmal ganz kurz drüber geguckt. Da waren wir irgendwie knapp unter der 11.7, 11.694, 11.695 oder so. Und jetzt haben wir hier am Freitag noch mal drüber geguckt. Das hier bezeichne ich immer als ein sogenanntes nachlaufendes Hoch. Ich habe ja bei Nelson was gelernt. Ob ich bei Wolfgang was lernen kann, weiß ich noch nicht. Aber bei Nelson habe ich ja gelernt, dass man Datenfenster einblenden kann. Wir haben hier das High 11 hier im genau vor einem Jahr oder vor gut einem Jahr bei 11.691. Das ist das letzte Hoch, was wir da wirklich markant markiert haben. Und wir haben hier das High bei 11.695. Das heißt, wir haben dieses Hoch hier ganz kurz angegriffen, ganz kurz mal drüber gelugt. Jetzt haben wir hier ein nachlaufendes Hoch. Das sind Setups, die ich liebe. Nachlaufende Hochs erkläre ich auch ganz gerne mal in Seminaren. Das ist hier kein Thema fürs Webinar. Ich bin ja nicht hier, um euch schlau zu machen. Ich soll ja bloß die Zeit totschlagen, soll das in die Länge ziehen, hat man mir gesagt. Nein, Quatsch. Das ist ein umfangreiches Thema. Warum, wieso, weswegen? Das sollte man genauer auseinanderpflücken. Das heißt, hier vor 14 Tagen, also am 4.3. hier das Hoch markiert und hier jetzt das nachlaufende Hoch, wenn dieses Setup Bestand hat. Und die Chancen bestehen, wenn wir heute eine rote Kerze kriegen, weil, fragen wir nochmal unsere Jungs, die schon ein bisschen länger mit uns arbeiten, wie nennt man dieses Bild hier? Wie nennt man diese Formation? Was kann man daraus lesen? Sehr schön. Ich sehe hier ein paar Leute, die haben doch schon aufgepasst oder die haben das Seminarheft auf dem Tisch liegen, blättern da jetzt ganz wild drin rum und suchen. Ich will ja alles richtig machen, sonst schimpft der Papa wieder, ne?
Also wir haben bärisches Harami, dieses bärische Harami, die Kurslücke, die hier entstanden ist, die wurde auch geschlossen. Und dieses bärische Harami hat aber nur Gültigkeit, wenn wir heute auch ebenfalls mit einer roten Kerze weitermachen. Das heißt, ein bärisches Harami muss bestätigt werden durch eine Rotkerze. Und wenn dem dann so sein sollte, dann kann man sich darauf einschließen, dass wir doch weiter Richtung Süden marschieren. Wohin marschieren wir da? Es gibt erstmal dieses Fenster. Zack, zack. Wir haben erstmal dieses Fenster hier zu bearbeiten. Das heißt, wir bewegen uns zwischen 11.650 und 11.400. Erst hier drunter, unter der 11.400, dort haben wir erst die Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass es weitergeht. Wir haben als, ihr schreibt ja alle mit, ne? Oder? Ja, komm, das macht ihr. So. Gut. So. Erst da drunter, was sie jetzt ja auch mal mit dem 38er Level deckt, erst da drunter haben wir dann als nächstes Ziel, ich gehe hier im DAX ein bisschen grober vor, wie die Terminalzeit stimmt. Ich gucke mir das gleich an. Wir sind im Daily, was soll denn da nicht stimmen? Danke. Wir haben dann die Luft bis zur 11.200 und hier unten haben wir dann, wenn wir die knacken sollten, hier sollten wir mit Musik durchgehen, dann kommt nochmal die 10.8 hier ins Spiel, eventuell mit einer kurzen Bremse an der 11.000, die sich aus den beiden Tiefs hier ergibt. Aus dieser Kerze, die uns ja schön verarscht hat, die uns sehr viel Geld gekostet hat, war auch ein Freitag. Und dieses Tief, diese beiden Marken hier. Und erst dann können wir weiter runter gucken. Da wir die 200er Tageslinie hier schon mal ein bisschen durchgeeiert haben, bin ich hier etwas skeptisch, was die Geschichte angeht. Und wir gucken mal, Objekte, das Rechteck lassen wir mal drinne, so. Und dann gucken wir uns die letzte Bewegung an, die letzte Aufwärtsbewegung, die wir haben im Stundenchart. Selbst hier hätten wir erstmal Luft bis hier runter, bis zur 11.588 und bis zur 11.525, die eventuell stützen könnte. Dazu ist aber diese Bewegung hier erstmal ausschlaggebend, die dann bis zur 11.66 ist kurz vor 8 und die ist kurz vor 10, ist immer so. Ich habe das noch nie anders gehabt. Ich rechne das im Kopf immer 2 Stunden zurück. Schon immer so gewesen. Oder habe ich hier irgendwas falsch eingestellt? Dann brauche ich Hilfe. Bei mir ist das immer so. Ich rechne das im Kopf immer 2 Stunden zurück und ich lasse das auch immer so laufen. Das ist für mich auch, sage ich mal, nicht so relevant. Wir haben es jetzt 1:08. 1:08 wird es jetzt einen kurzen Spike geben, in welche Richtung auch immer. Ich habe heute Morgen in unserem Blog, den man ja nachlesen kann, gesagt, da, wenn wir hier in diesem Bereich laufen, da in diesen Bereich von der da, 57, den Blog kann man auf Facebook nachlesen, 57 oder 58, wo haben wir ihn? Den Beitrag, so,
Auf der Seite ufbas.de sollte man ihn lesen können. Komm her. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er umgeschaltet hat. Genau. So, da haben wir es geschrieben. Ich war es nicht. Dem ist auf unserer Seite VX Pro System, vxpro-systeme.de und auf Facebook und dort kann man den ganzen Quatsch nachlesen. Gesagt, hier muss ein Impuls als Richtungsgeber her. Ich werde meine kleine Short-Position um ein CFD aufstocken bei 11.656. Vielleicht hilft das, haben wir um 7.19 Uhr geschrieben. Das ist genau in diesem Bereich. Ich gucke mir jetzt hier dieses Verhalten an, ob er jetzt nachhaltig diese Emmas, unsere Emmas hier kaputt macht oder nicht. Wenn er die nicht kaputt kriegt, sondern jetzt nur das Gap zu gestern Abend schließt, zum Schlusskurs gestern Abend und dann wieder umdreht, werde ich mich weiter short orientieren. Wenn er dazu brauchen wir wieder Schlusskurse unter den Emmas. Schlusskurse idealerweise hier drunter und ich hätte sogar idealerweise hier einen feinen Schnitt, so dass wir die Umkehr klar besiegelt haben, wenn diese beiden Emmas sich gekreuzt haben. Wir sehen es immer wieder. Oft ist es so, dass die eine Weile parallel laufen. Wir sehen es hier, laufen hier eine Weile parallel, dann ist der Schnitt und dann ballert es durch. Dann geht es nach unten. Hier Schnitt, zack, ging es nach unten. Und hier genauso, wenn sie sich dann einmal oberhalb etabliert haben, dann ging es auch stramm nach oben. Das heißt, idealerweise wäre es jetzt für uns ratsam, diesen Schnitt abzuwarten und Schlusskurse eben unten drunter. So viel hier dazu. Im Euro haben wir geschrieben, bop, 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 bop. Heute kann es einfacher werden. Den Euro könnten wir bei 1,1324 anschauen, wenn wir dort einen Drehrumbum machen und die ganze Geschichte sich wieder nach oben richtet. Umkehrformation in 5 Minuten zum Beispiel könnten wir für eine Long-Position nutzen. Und wenn wir vorher die 1,1358 anlaufen sollten, wäre das ein Blick wert auf eventuelle Short-Positionen. Das heißt, für heute ausschlaggebend 2 Marken, die 1,1324 und die 1,1358. Alles, was dazwischen ist, ist nur Gedümpel. Ansonsten zählt für uns nur Euro Pro. Wir sind in 5 Minuten klar zu sehen. Wir bewegen uns übergeordnet sauber in einem Aufwärtstrend. Und in einem Aufwärtstrend, wenn ich unsere Zielbereiche mal ausblende, haben wir uns hier gerade in der Korrektur befunden. Wer ist denn von den Europrolern hier dabei? Wer handelt denn Europro und wer hat sich denn hier schon versucht, irgendwo einzukaufen heute früh? Und wenn ihr was gemacht habt, wo? Sorry, ich weiß, das ist jetzt ein öffentliches Webinar für FXFlat, aber ich bin jetzt mal so arrogant und sage einfach, die FXFlat-Jungs, die dürfen heute mal Gast bei Forex Pro sein. Wir benutzen diese Webinare morgens regelmäßig, um uns die Tagessetups zu erarbeiten und zu gucken, wer hat gestern was gemacht und welche Fehler vielleicht gemacht. Weil wir gucken gleich auf den gestrigen Tag, was haben wir analysiert, was konnte laufen, was sollte laufen und was ist gelaufen. Deswegen arbeiten wir morgens in den Webinaren gerne so eine Setups ab. So, der Jürgen B., der Münchberliner. Long bei 1,1346. Bei 1,1346, das ist eine mutige Geschichte.
Wir bewegen uns hier genau an diesem Zielbereich. Wir haben hier den Zielbereich oben angelaufen und wir haben hier zwei nachlaufende Hochs, die ich sogar als Doppeltop bezeichne. Also man kann es probieren mit einem Ziel 1,1358. Das allerdings sind von der 46 12 Punkte. Abzüglich Spread bist du bei 11 Punkten und 46 müsst du den Stop auf 41 unter die 41 packen. Hast du gerade einen CRV von 2:1. Kann man machen, muss man aber nicht. Schauen wir uns mal an, ob das jetzt auch ein sauberes Euro pro Setup war. 7:40 Uhr gehen wir in den 1 Minuten. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Euro pro heißt, wir brauchen einen Abwärtstrend, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das letzte Hoch der Abwärtsbewegung soll kaputt sein. 46 Entry kann ich so nicht finden. Der Entry nach Regelwerk wäre höher. Oder wenn man diesen ganzen Spaß hier, diese übergeordnete Korrektur in 5 Minuten nimmt, dann gucken wir nochmal in 5 Minuten, bewegen wir uns hier. So. Müssen wir ein bisschen grober sehen. Ich schalte mal in 15 Minuten, da sieht man das wahrscheinlich besser. Ja, wenn ich hier die Bewegung, hier die Korrektur und sollten hier die nächste Bewegung kriegen. Die nächste Bewegung sollte sich errechnen aus diesem Spiel. Zack, dahin. Und dann schaffen wir es nicht mal ganz bis da hoch, es sei denn, wir nehmen die komplette Bewegung, dann sind wir schon wieder eine Zeiteinheit höher und dann haben wir das Ziel da oben bei 57,58. Dieses Ziel 57,58 kann man, so wie man jetzt gerade sehen konnte, aus mehreren Zeiteinheiten ziehen. Ich habe jetzt nur diese Bewegung genommen. Und jetzt können wir mal gucken, ob sie das mit der ersten Bewegung auch deckt. Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, wir sind hier 2-3 Punkte länger. Und dann die. Und dann sollte das jetzt die dritte Bewegung werden. Und nach der dritten Bewegung wird entschieden, gehen wir diese Richtung weiter oder gehen wir sie nicht weiter. Heißt, wenn man sich ein Gesamtbild verschafft, sieht man hier eine Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung wurde auskorrigiert. Zack. Und zwar fast 61%. Diese Korrektur ist auch hier ganz normal nach Markttechnik gelaufen in einem Trendmodus. Und dieser Trendmodus wurde Dieser Abwärtstrendmodus wurde beendet in diesem Bereich. Da, wenn man ganz fein denkt, sogar schon dort. In diese Kombination, das ist die hohe Schule, die man ja eigentlich lernen sollte oder lernen muss. Diese Kombination aus der Gesamtbewegung knapp die 61,8. Zwischen der 50 und zwischen der 61,8 gebremst. Da unten dieses Tief markiert. Schöner ist es natürlich, wenn er uns bessere Zeichen gibt, die auch jeder sieht. Das heißt, bessere Zeichen in diesem Bereich wäre jetzt hier in Kleinzeiteinheiten ein schöner Doppelboden oder so. So, dann wäre nämlich diese Korrektur hier zu Ende. Da das Hoch, zack, und auf geht's. Das letzte Hoch der Abwärtsbewegung mit Musik gebrochen. Betonung liegt immer auf Musik. Alles andere ist hier ziemlich unmusikalisch dargestellt. Hier sind wir bei der Musik und wir sehen auch, wie die Musik reinkommt. Spätestens hier, da kann man dann drüber nachdenken, für die, die erfahrener sind und die Filterfarbe da hinten ignorieren. Spätestens hier kann man drüber nachdenken, sich eins kaufen. Dann sind wir bei 44 und hier unten sind wir sogar bei 43. Aber wie gesagt, es sind ganz kleine Bewegungen, die wir hier machen und wir dürfen noch nicht vergessen, dass da oben auch schon wieder
Schluss sein sollte oder Schluss sein kann an der 58. Nehmen wir den ganzen Quatsch mal wieder raus hier. Macht ja nur wuschig. Ich weiß, der eine oder andere lässt sich gerne wuschig machen. Kommt die Frage, ist das in 5 Minuten ein Morningstar? Die Frage lasse ich euch gerne beantworten. 2. Zielbereich, wir sehen, hier ist er ihn angelaufen, hat dann Doppeltop gemacht und jetzt leicht umkämpft. Und das ist das, was ich gerade meinte, an dich gerichtet, mein lieber Jürgen. Übrigens, ich habe deine sehr lange Mail neulich bekommen, ich habe sie auch gelesen. Und ich werde sie dir auch die nächsten Tage beantworten, nur mal so am Rande. Aber so eine ausführlichen Mails mit vielen Fragen, mit viel Emotionen da drinne, solche Mails muss ich mir in Ruhe zu Gemüte führen und auch in Ruhe beantworten. Das geht nicht so ad hoc wie sonst. Also ich habe dich nicht vergessen, die liegt in der Bearbeitungsliste und wird auch bearbeitet. Aber als Hinweis für dich, wenn man sich in diesem Bereich so knapp darunter eine Long-Position sucht, ist das eine heiße Kiste. Du warst ja nicht im Seminar. Die Zielbereiche, die haben ihre Wirkung. Wie man sieht, wir gucken uns das gleich in 5 Minuten mal an und diese Wirkung sollte man nicht unterschätzen. Ich sehe heute sogar eher für den aktiven Handel ziemlich schwarz. Darf man das noch sagen? Ja, ne? Glaube ich, ist noch nicht verboten. Sonst gehe ich in die Mohrenapotheke und kaufe mir Zyankali. Also, durch diesen sehr, sehr flachen Handel, wir gucken uns den gestrigen Tag, gucken wir uns auch gleich und gleichen das mal ab mit unserem Blog. Durch dieses Szenario hier haben wir gestern das Tagestief hier ausgebildet. Und wir haben hier unten bei der 23 unseren Zielbereich. Und hier unten geht jetzt für mich heute eine dicke, fette Linie hin. Und hier unten lege ich eine Long Limit hin mit, wir haben 26, 23, also mit 4 Punkten Rücklauf, eine Limit Pullback. Und die platziere ich da mit 6 Punkten Stop. Und wir kommen von der 23, wollen auch die 58, also sicherheitshalber mit 35 Punkten Take Profit, wenn man denn mit dem Take Profit arbeitet, wenn ich davor sitze und wenn ich das mitkriege, werde ich den Take Profit löschen und werde passend zu der Buy Limit hier, wenn die ausgelöst wird, man hört es ja, man kriegt ja einen Alarm aufs Handy, wenn die dann ausgelöst wird und ich kriege das mit, dann würde ich hier oben auch mit einer Sell Limit arbeiten, ebenfalls mit einer Limit Pullback, um mich nicht selber zu beschneiden. Oh, sorry. Nein, um nicht meine Gewinne zu beschneiden, mich selber zu beschneiden, nee. Wolfgang hat heute Morgen schon das erste gefragt, funktioniert bei dir alles? Dann habe ich gesagt, scheiße, was wollen die alles wissen, bevor man hier ein Webinar machen darf? Aber wir haben es dann auf das Technische begrenzt. Also, hier der Lauf runter an die 26 bis 23, das wäre für mich ein brauchbares Szenario, was ich mir anschauen kann, um den Eventualitäten zu trotzen, die nach unten kommen können. Hier oben in diesem Bereich ist es heikel, nach Euro pro einzusteigen. Wir müssen immer mit Rückschlägen darunter rechnen. Wir gucken uns das gleich mal die letzten Tage zurückgehend an, was da so in diesem Bereich so passiert und was man da machen kann oder was auch der eine oder andere gemacht hat, gerade von den Europolern, die das gleiche Chartbild, das gleiche Template haben und nach den gleichen Regelwerken handeln, weil die letzten Tage, Wochen hat das immer super, super funktioniert. Oder gibt es da gegenteilige Meinung etwa? Genau, warum gehe ich bis zu 1.1326 nicht short? Weil ich hier abwarten muss, bis ich hier einen Trendwechsel habe. Den würde ich hier auch abwarten.
Ich brauche einen Schlusskurs hier darunter und dann eventuell nochmal eine Bestätigung bis an die 48, dann würde ich diesen Weg gehen. Alternative wäre hier oben, wenn er erst die 58 holt, ohne vorher die 26 besucht zu haben, dann würde ich oben an der 58 mir eine versuchen, nach einer aktiven oder angezeigten Umkehr hier oben ebenfalls eine Short-Position hinzupacken. Das heißt, in dem Fall würde ich dann hier eine Short-Limit hinpacken, mit dem gleichen Spiel, auch mit 4 Punkten Rücklauf, gleiches Szenario. Das wäre die dann, weil wenn der Nachteil ist natürlich, wenn ich das in der gleichen, was passiert, wenn ich das jetzt in der gleichen Strategie mache hier? Wenn ich das jetzt so mache, die Frage kommt ja oft genug. Warum legst du nicht einfach eine oben und eine unten, wenn du unten long gehen willst und oben short gehen willst? Wenn ich das jetzt so in diesem Chartbild mache, was passiert dann? Dann kann die Short zuerst ausgelöst werden. Ist ja auch gut. Soll ja auch. Welche nur ausgelöst wird, das ist ja egal. Na, die Order heben sich gegenseitig auf. Das ist nicht ganz richtig, aber ich würde dann hier hochlaufen. Nehmen wir mal das Beispiel, er läuft jetzt erst hier hoch an die 55, zieht die sogar hoch bis an die 58, löst sie dort auf. Dann bin ich bei der 58 und von der 58 35 Punkte runter, liegt bei 23, hier unten liegt mein Take Profit, aber hier liegt auch meine Buy Limit. Das heißt, diese Nummer läuft dann hier runter, löst hier unten diese Order auf, meine Short Order löst er hier mit dieser Buy Limit, würde er hier unten auflösen, schließt die, löscht mein Take Profit und hier unten bin ich ohne Order drin. Das heißt, die Setups laufen nicht mal durch. Wenn ich das mache, dann muss ich dieses Setup hier mit in zwei verschiedenen Strategien hinterlegen. Dann kann das funktionieren. Hier eine Strategie, mit der dementsprechenden Gegenorder und von mir aus auch mit dem Take Profit und in der anderen Strategie genau das Gleiche. Dann kann das funktionieren. Besser ist es natürlich, hier jetzt eine Sell Limit hinzulegen und die Buy Limit raus. Neue Strategie, nennt die von mir aus einmal Long Zielbereiche und einmal Short Zielbereiche. Und dann könnt ihr die einmal oben hinlegen, um das Short Ziel unten anzulaufen und eine unten hinzulegen, um das Long Ziel oben anzulaufen. Aufschreiben, mitbringen. Ich weiß nicht, ob der Lutz oder der Carsten oder der Eddie hier ist. Wenn die hier sind, dann sagt mal bitte Piep und schreibt es auf und bringt es bitte mit, wenn ihr nächste Woche hier zum Seminar herkommt. Oder Reverse. Das geht natürlich genauso. Ich kann hier Reverse einschalten. Dann wird diese Order, diese Short Order dann hier unten direkt gedreht. Das würde ich aber nur dann machen, wenn ich merke, dass die hier oben ausgelöst ist. Nachdem die erste ausgelöst ist, die hier oben, wenn die ausgelöst ist, dann würde ich aus der hier unten eine Reverse machen und würde das Ding drehen lassen. Solange ich nicht weiß, welche zuerst ausgelöst wird, brauche ich ja noch keine Reverse daraus machen, ne? So wie ich sehe, liegt der Lutz wahrscheinlich noch irgendwo in Spanien in der Bofe und guckt aufs Meer. Und der Carsten, der faule Sack, der ist auch noch nicht da. Okay, am Rande für dich, mein lieber Jürgen B., verstanden, warum ich hier nicht long gehen wollte oder nicht long gehen konnte? Ich würde sowas nicht tun, so kurz, so ganz knapp vor dem Zielbereich. Der Zielbereich liegt bei 48 und bei 46 würde ich mir so eine Nummer sparen. Die Rückschläge hier sind oft
ziemlich hart, ziemlich crazy. Ja, außer Spesen nichts gewesen. Diese Nummer wieder typisch, ein Einlauf nach oben und seitdem sehen wir nur lange Dochte, lange Lunden hier. Okay, das, was wir befürchtet haben, läuft da jetzt. Okay, gucken wir uns das ganze Spiel mal die letzten Tage rückwirkend an. Ja, ich hoffe, du bist break-even rausgekommen, dann ist ja alles gut. Die Leute, die den Wolfgang da oft am anderen Ende bezahlen, ich weiß, der ist eingeschlafen, aber ich wecke den immer alle halbe Stunde. Der hat so einen roten Knopf auf dem Schreibtisch und der muss immer alle halbe Stunde mal aufs Knöpfchen drücken, dann geht hier eine Lampe an. Wenn die Lampe alle halbe Stunde nicht angeht, dann rufen wir dort im Büro an, weil dann wird er auch mal wach. Aber die Leute, die den Wolfgang am Ende dort bezahlen, die sind ja froh, wenn man so... Na, könnt ihr hören, jetzt hat er einen Knopf gedrückt. Nimmt sich gerade das Kissen aus dem Gesicht. Weil seine Kollegen kommen 8:30 und dann ist das blöd, wenn er mit dem Kopfkissen noch auf dem Schreibtisch liegt. Deswegen versteckt er das jetzt immer im Mülleimer. Die lieben nämlich genau solche Positionen, mein lieber Jürgen, weil die produzieren schön Gebühren und von den Gebühren lebt ja das Brokerhaus. Ne? Aber lieber hier einmal kurz Einsehen zeigen, wenn man Fehler entdeckt, gerade wenn man in solchen Positionen hängt oder und sich unsicher ist, wenn das Ding nicht zum Laufen kommt, bevor man den ganzen Vormittag mit Bauchschmerzen rumrennt und nicht weiß, was man machen soll, dann lieber die Reißleine ziehen und sagen, okay, ich entspanne mich erstmal und starte dann einmal neu. Deswegen ist es dann immer besser, auszusteigen, an der Seitenlinie stehen zu bleiben und sich klare Setups zu erarbeiten. Genau dafür sind klare Setups wichtig. Dazu sollte man vielleicht mal schauen, um das mal einzuwerfen, kann ich sowas überhaupt aussetzen? Solche Nummern hier, wenn ich den Spaß hier oben mal angucke, hier ist er ja einmal, hat er dieses Hoch rausgenommen, aber er turnt hier ja nur ein bisschen oben drüber rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzen lang, das heißt eine halbe Stunde lang turnt er hier rum. Eine halbe Stunde lang habe ich Bauchschmerzen, eine halbe Stunde lang tut mir der Wanst weh. Ich zitter schon beim 25. Kaffee. Das frische Hemd, was ich heute Morgen angezogen habe, das kann ich schon wieder ausziehen. Tausche es doch gegen das durchgeschwitzte T-Shirt von gestern. Das riecht dann wenigstens genauso. Dann kann ich das Hemd vielleicht nach dem Handel nochmal nutzen für den Rest des Vormittags, wenn ich dann auf die Couch gehe und mich behandeln lasse. Ob man so eine Nummer durchsteht oder nicht, sollte man vielleicht mal an sich selber testen, um mal ein bisschen Werbung am Rande zu machen. Wir haben letzte Woche ein Webinar gemacht, Börse und ich, geht das oder geht das nicht? Die Aufzeichnung davon findet ihr bei uns in unserem YouTube-Kanal, den der Wolfgang oder Nelson vielleicht nachher in die Nachfassmail mit reinpackt, damit ihr euch das vielleicht mal anschauen könnt. Da gibt es so den ein oder anderen Tipp oder die eine oder andere Sichtweise, wie man sich erstmal mit sich selbst beschäftigen sollte, bevor man hier die großen Positionen dreht. Also mit sich selbst beschäftigen, nicht falsch verstehen, ne? Nicht immer nach dem Motto, wer die Hände in den Schoß legt, muss er lange nicht untätig sein, sondern mit sich selbst, mit seiner Mentalität und mit seinem Wesen befassen, bevor man hier die großen Nummern dreht. Gucken wir uns mal die Nummer von gestern an. Gestern hatten wir, kann man auch im Blog nachlesen, unser Blog www.ufbas.de oder auf unserer Seite, zack, da findet ihr unsere Seite forexpro-systeme.de und der Blog, dort kann man das jeden Tag nachlesen, was wir dort schreiben. Den Rest findet man auch in der Facebook-Gruppe, Facebook, da, hallo, da soll er hin, da, und dort findet man dann auch
Genau so hoffe ich doch. Das, was wir auf UFBAS schreiben, kann man hier nachlesen. Genau, da ist es. Neu bei UFBAS, ich war es nicht. Und dann kann man sich diese Analysen durchlesen. Und wir haben da diese Nummer von gestern, die schauen wir uns mal ganz kurz an. Dann sieht man auch, was da läuft. Zack. Komm. So, wir haben gestern, der Euro konnte schon recht früh bei 1,13 4 recht früh sein Tageshoch markiert haben. Ein Rücklauf bis 1,1319, 1,1307 ist ja noch denkbar, würde bei einem Wendemanöver Long-Einstiege für mich rechtfertigen. Mutige können hier deswegen einen schnellen, kurzen Quickie als Short probieren. Hier gehört noch eine Zahl dahinter, das sehe ich jetzt erst. Die habe ich gestern verschluckt. So, und zwar gehört es hier die 9 dazu. Wir haben da das Hoch, vergleicht das mal mit dem Setup heute. Wir haben da das Hoch und da das nachlaufende Hoch. Und in diesem Bereich konnte man eine Short-Position suchen bei 49. Wir sind dann runter bis an die 40 gelaufen, sind dann hier rausgeflogen, Break-Even. Dann kam diese ganze Geschichte wieder zurück, hat dann die gleiche Marke angelaufen. Und dann war es eigentlich das Ziel, bis hier runter 1,1319, wenn nicht sogar 1,1307 zu machen. Aber er ist nur bis, nicht bis an die 19 gelaufen, sondern bei 1,1324 war dann Schluss. Und selbst hier in diesem ganzen Rutsch konnte man sich sein Tagesziel sauber rausskalieren, wenn man das wollte. Und so setzt sich das ganze Spiel fort die letzten Tage. Wir hatten einen Tag vorher, am Freitag, hatten wir das Tief anvisiert, die 1,1298. Wir sind im Tief nur bis an die 1,1299 gelaufen, um dann bis an die 44 zu gehen. Dieses Setup hat er ganz sauber vollzogen. Auch hier von der 26 runter. Eine schöne Möglichkeit, hier unten zu drehen, hoch bis an die 44. Coole Nummer. Hier das gleiche Spiel. Und wir sehen die Tage am 13. Das war letzte Woche Mittwoch. Das war einer unserer besten Tage. Das Ding hat dermaßen gekesselt, hat richtig Spaß gemacht. Müssen wir mal gucken. Oder guckt mal im Block 1,1278, 1,1279, 1,1278. Haben wir gesagt, gehen wir long bis zur 1,13 hier. Und das hat er im direkten Lauf einmal kurz runtergespiked, zack, und direkt hoch. Und seitdem kennt er auch keinen Halt mehr. Wo kommen die Zielbereiche her? Die Zielbereiche sind Bestandteil unserer EuroPro-Setups nach unserem Regelwerk. Wir handeln nach zwei Regelwerken. Einmal EuroPro, das, wer bei uns Kunde ist oder wer mit uns in unserer Community aktiv arbeiten will, mit uns arbeiten will, hat zwei Möglichkeiten. Entweder wird er einfaches Mitglied unserer Community und legt sich einfach dieses Template, das Regelwerk mit allem drum und dran zu, dann kann er auch unseren Support genießen. Wer den Schritt noch nicht gewagt hat, der macht dann einfach über unseren Link auf unserer Homepage, eröffnet er ein Konto bei FX Flat. Das Konto wird dann von Wolfgang geprüft, falls er mal wach ist. Er hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, ne? Dann kann man, zack, bupp, da findet ihr den passenden Link dazu, euer Konto eröffnen und dann einmal mit uns in Verbindung setzen, wie der weitere Werdegang ist. Wir schicken euch dann das Regelwerk, das Handbuch zu mit allem drum und dann. Dann habt ihr das gleiche Chartbild und das gleiche Regelwerk in den Fingern. Wer einen Schritt weiter gehen will und ein bisschen intensiver betreut werden will, kann Mitglied in unserem Paternoster Trader Club werden. Auch wir haben eine eigene Facebook-Gruppe, wo wir dann so eine Setups auch, das raschelt da im Hintergrund. Wenn du schon, ich sag nichts,
Wer dort Mitglied ist, bleibt bei uns oder bei mir in der Betreuung und wir werden dort diese Setups sauber auseinanderpflücken. Kontoeröffnung kann man hier vornehmen. Die Jungs, die gerne oder die schon ein Seminar besucht haben, haben die Chance, ein Vertiefungsseminar Europro und DAUPRO. Wir haben gestern gerade beschlossen, aufgrund dessen, dass wir in unserer Community letzte Woche ein paar Setups in einem Special-Webinar auseinandergepflückt haben, haben wir mitgekriegt, dass etliche Händler dazwischen sind, die noch sehr unsicher sind und nicht wissen, gehen Sie die Setups jetzt richtig an, sehen Sie die richtig oder sehen Sie die falsch, sehen Sie Zielbereiche richtig oder sehen Sie die falsch. Deswegen haben wir beschlossen, drei Vertiefungsseminare, Tagesseminare zu machen. Also ihr müsst nicht 3 Tage mit uns am Tresen sitzen, sondern einmal von morgens bis abends. Und wir starten am 5.4., das ist ein Freitag, starten wir am 5.4. bei Wolle im Büro. Da muss er sein Kopfkissen mal zu Hause lassen. Er kommt dann auch. Dein Schreibtisch will ja kein Schwein. Du versteckst dich ja eh, wenn jemand kommt. Hast du das letzte Mal auch gemacht, als ich da war. Wolle kommt dann auch morgens im Tütü und steht dann den ganzen Tag an der Kaffeemaschine und wird uns dann ein Käffchen kochen. Nein, wir werden in einer... Was machst du? Kaffee mache ich, ja klar. Sehr gut. Also wir werden in einer kleinen Gruppe werden wir dort einen Tag lang Euro pro und Zielbereiche und DAU pro bis zum Erbrechen handeln. Wir treffen uns morgens 8:30 ungefähr, treffen wir uns in Ratingen bei FX Flat im Konferenzraum. Wir sind eine kleine Gruppe, maximal 8 Leute, hocken uns da zusammen, werden dann morgens von 8:30 bis um 12 ungefähr zusammen wirklich bis zum Erbrechen handeln. Ihr könnt Chartbilder mitbringen, wir können Chartbilder an die Wand werfen. Positionen, die unverständlich für euch in die Hose gegangen sind, könnt ihr mitbringen, die schmeißen wir an die Wand, können sie uns vorher schicken, wir werten die aus, pflücken die komplett auseinander, machen das bis Mittag. Mittags um 12 gehen wir dann, 12:30 gehen wir dann dort um die Ecke zum Griechen essen und dann werden wir nochmal von 14 bis 16:30 maximal das gleiche Spiel in der Nachmittagssession machen. Wieder Euro pro Zielbereiche bis zum Erbrechen gucken, wie handeln die Amis das? Und werden uns dann um 15.30 Uhr DAUPRO widmen und DAUPRO komplett auseinandernehmen und auch handeln, wenn er sein muss. Und um 17.30 Uhr seid ihr dann entlassen. Ihr könnt darüber nachdenken, ob ihr dann wieder nach Hause fahrt oder fliegt. Rating ist sehr gut zu erreichen, egal ob mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flieger. Wir freuen uns dort auf einen sehr schönen aktiven Tag. Oder ist ja Freitag, wäre erst Samstag zurück, der sollte vorher Bescheid sagen, müsste dann sehen, dass er sich dort ein Bettchen sucht. Dann können wir vielleicht noch zusammen Abendbrot essen und irgendwie gemütlich ein Bier trinken und dann geht jeder seiner Wege. Ich gehe dann danach auf Sommertour, auf Wohnmobiltour in Begleitung von FXLED. Also die kommen nicht alle mit, aber wir werden zusammen sehr, sehr viele Veranstaltungen machen. Und auf dem Rückweg von dem ersten Abschnitt der Sommertour am 27.05., 27, vielleicht wird das auch der 28., werden wir die gleiche Veranstaltung nochmal im Treda-Hotel auf dem Rückweg machen, im Treda-Hotel in Lohr. Und danach, je nachdem, ob Bedarf besteht oder nicht, werden wir die gleiche Veranstaltung hier bei mir in der Nähe vom Büro machen. Sind wir mehrere Leute, machen wir, suchen wir uns hier einen Seminarraum in einem Hotel am 4.6. Ist es nur eine kleine Gruppe von 5, 6, 7 Leuten, machen wir es hier bei mir im Büro. Eine Runde am Billardtisch, wo wir dann das gleiche Thema den ganzen Tag machen. Also wenn ihr Interesse habt, nehmt dieses Formular hier. Meldet euch dort an. Ich habe es gestern in den Mails auch erklärt, richtig. Das sollte auch nicht für Anfänger sein, sondern eine Auffrischung. Wir werden auch bei den Anmeldungen der Reihe nach vorgehen, werden die bevorzugen, die schon ein Seminar besucht haben und das wirklich nur auffrischen wollen. Freie Plätze lassen wir natürlich nicht frei und der eine, aber die
wir werden das dementsprechend bevorzugen. Also, guckt einfach in unsere Mails. Dort findet ihr das. Wer noch keine Mails kriegt, bei uns auf die Homepage und unten einfach auf Kontaktformular gehen. Hier passiert genau das, was wir befürchtet haben. Es passiert nichts. Deswegen diese beiden Marken, das wird sich wahrscheinlich erst ab 9 Uhr ergeben, schätze ich mal. Und dann werden wir Glück haben. So wie es im Moment aussieht, wir haben noch keine tieferen Tiefs. Wir haben höhere Tiefs und wir haben höhere Hochs, auch wenn es jetzt ganz langsam hochschaukelt hier in einer 5-6-Punkte-Range. Das ist für einen Händler zum jungen Hunde kriegen. Oder der neudeutsche Jugendliche sagt, ich kotze im Strahl. So eine Geschichten hier, die machen einfach keinen Spaß. Deswegen hier oben die Short Limit hin, 0,5 habe ich hier platziert. Die Ordergröße spielt überhaupt keine Geige. Die Positionsgröße geht euch auch nichts an. Es geht einfach hier um das Prinzip. Hier eine Marke hin. Wir könnten eventuell sogar hier oben noch mal ganz kurz drüber schießen. Deswegen die Limit Pullback mit 3 oder 4 Punkten Rücklauf, je nachdem, wie ihr das gestaltet. Und hier unten genau das Gleiche. Falls wir unter das Tief von gestern gehen, das deckt sich beide Male mit unseren Zielbereichen hier. Hier oben würde ich versuchen zu shorten. Hier unten würde ich versuchen zu longen. Und hier immerhin hat der DAX jetzt gegenüber vorhin schon mal 4 Punkte weitergeschafft. Erstaunliche Leistung in diesem Zeitfenster. Immerhin hat er in einer Stunde oder sagen wir eine Dreiviertelstunde, wenn wir ab 8 Uhr gehen, hat er in dieser Stunde schon mal gut 10 Punkte geschafft. Das ist, ja, das muss ein sehr alter DAX sein oder ein sehr fauler DAX. Wenn das ein sehr fauler DAX ist, ist er wahrscheinlich Börsenhändler. Also auch hier abwarten bis 9 Uhr. Ich versuche in der Regel eigentlich 9 Uhr aus dem Markt verschwunden zu sein. Mir ist das einfach zu suspekt, die ganze Zeit hier drin rumzutun. Wir sehen jetzt hier diese Emmas, die ich vorhin, ja, kann man ja in der Aufzeichnung sehen, das ist die 200er. Die laufen jetzt hier ein Stück parallel. Es kann durchaus sein, dass das den ganzen Tag so weitergeht, dass die hin und her und dann die Emmas hier so ein bisschen hin und her schwanken. Und bis eine entscheidende Richtung da ist und die ist erst dann da, wenn der Schnitt auch wirklich massiv erfolgt ist. Dieses flache Gedümpel ist gefährlich für alle Beteiligten. So, sind noch Fragen dazu? Anscheinend nicht so viele. Woll hat ja immerhin dafür gesorgt, dass ich die sehen kann. Dann gibt es ja in der Regel, ja, ohne Kurs, dann gibt es ja in der Regel, gibt es ja Geschenke, wenn wir da sind. Bei uns gibt es ein sogenanntes Service-Paket, wo man im Quartal 30, 35 Webinare kriegt und unseren Support und den Blog lesen kann und unseren Support genießen kann. Das soll für dieses Quartal haben wir erfüllt. Wir haben heute, weiß ich gar nicht, den 18., 19., 19. glaube ich. Das heißt, wir machen heute Nachmittag und morgen früh noch ein Webinar und wir machen nächste Woche noch 4 Webinare, so wie es aussieht, also über unser Soll hinaus. Und wer da dabei sein möchte, jetzt gucke ich mal, ob ich ganz schnell den Link finde. Wir machen die letzten Webinare, machen wir einfach öffentlich, ihr könnt den Rest des Quartals könnt ihr gerne kostenlos euch anmelden, könnt dabei sein, um einfach mal zu sehen, wie wir arbeiten. Vielleicht entscheidet sich ja der eine oder andere dann noch bei uns verrückten kleinen Händlerhaufen mitzumischen. So, Veranstaltung teilen, da haben wir den Link, den packe ich hier mal rein und Wolle kopiert den sich dann gleich raus und packt den dann auch in die Nachfassmehl. Ne, Wolfgang? Machst du doch gerne. Ja, klar. Ja. Natürlich, für dich immer. Echt? Mhm. So. Einfügen, zack. Da ist er.
Und ich packe ihn auch gleich hier unten ein. Dann könnt ihr in die Nachtragsmail. Wir laden euch ganz herzlich ein, die letzten Webinare dieses Quartals einfach mitzumachen, da wir für die Jungs, die das bezahlt haben, unser Soll erfüllt haben, freuen wir uns auf zahlreiche Gäste, um unsere Arbeitsweise kennenzulernen. Ich glaube, wir sind sehr, sehr transparent. Wir sind sehr offen. Wir sind für jede Kritik offen und wir sind auch für Hinweise offen, wenn wir vielleicht einen falschen Blick haben. Wir wollen uns unsere Sachen gemeinsam erarbeiten und dazu wollen wir euch einladen. Seid einfach die nächsten Male, die nächsten 2 Wochen noch bis Ende März dabei. Ab 1. April startet dann für alle, die es gebucht haben, ein neues Quartal. Aber dazu werdet ihr dann separat benachrichtigt. So, ich hoffe, das habe ich jetzt genug in die Länge gezogen. Wolfgang. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Für deine Ausarbeitung. Ich hoffe, die Teilnehmer hatten genauso einen Spaß wie ich auch. Ne, ich bedanke mich für deine Verbesserungen. Ne? Ich werde dran arbeiten. Ich denke, das Webinar wird morgen online sein, sodass sich die Teilnehmer das noch im Nachhinein nochmal angucken können. Und ja, von meiner Seite aus wünsche ich allen einen angenehmen Tag, vor allen Dingen auch einen erfolgreichen Handelstag. Und das Schlusswort übergebe ich dir nochmal, Thorsten. Ja, ich habe dich ja nicht verbessert, sondern ich habe ja gesagt, Raphael sollte mal deine Papiere ein Stück nach oben rücken für dein Fehlverhalten. Aber das hast du jetzt alles wieder ausgeglichen. Das heißt, ich muss jetzt deine Beurteilung mal umschreiben, so nach dem Motto, er war stets bemüht, die ihm gestellten Aufgaben zu aller Zufriedenheit zu erledigen. Und meistens war er pünktlich. Meistens. Genau. In diesem Sinne, auch wenn es heute nicht viel live zu handeln gab, wir haben wenigstens geschafft, unsere Position, euch wenigstens zu erläutern, wie wir unsere Position angehen, wie wir die Blickrichtung haben. Wir sehen, wie die Zielbereiche funktionieren, wie man die handeln kann. Die Marken habt ihr euch hoffentlich alle aufgeschrieben. Und dann bin ich ja mal gespannt auf das Ergebnis, was heute rauskommt. Und ich drücke euch damit, euch allen die Daumen, dass ihr einfach rockt den Markt, räumt ihn ab. Hier nehmt ihr keinem was weg, sondern alles, was ihr hier verdient, nehmt ihr nicht FX Flat weg, bei denen ist das scheißegal. Na, ist nicht scheißegal, ob ihr Gewinne oder Verluste macht, aber die stecken sich den Kram nicht selber in die Tasche, so wie der eine oder andere chancenlose Mitbewerber. Sondern hier handelt ihr am echten Markt, ihr werdet durchgerudet, bezahlt eure Kommissionen dafür. Deswegen rockt den Markt, räumt ihn ab und holt euch, was ihr holen könnt. Es gibt genug da draußen, die einzahlen. Und ich hoffe, dass ihr nicht dazugehört. In dem Sinne euch einen schönen Tag. Danke an Wolfgang. Danke für die Viertelstunde, die ich hier ein bisschen was erklären konnte, was wir handeln. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, in 2,5 Wochen sehen wir uns schon wieder. In dem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, von meiner Seite auch nochmal, wie gesagt, einen angenehmen, erfolgreichen Arbeitstag und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören.